Hallo Leute und willkommen zum What I Wear This Month vom Monat November. Der sieht vielleicht dieses Mal ein bisschen anders aus, weil ich vor allem Periodenunterwäsche getragen habe. Eigentlich, weil ich sie gerne mag, aber auch, weil ich einfach diesen Monat austesten wollte, um euch einfach ein bisschen mehr darüber sagen zu können und ich neue bekommen habe. Und was hier in dem Bild noch fehlt, ich habe noch die andere Lunette benutzt, die durchsichtige mit dem Stiel. Allerdings weiß ich gerade nicht, wo ich die hin habe, deswegen steht die repräsentativ da. Die habe ich nämlich auch benutzt. Müsst ihr euch einfach eine zweite dazu denken. Und was ich noch sagen wollte, die meisten sind gerade nass, weil ich habe heute mal wieder so ein ganz geringes Zeitfenster, an dem ich filmen kann und die sind noch nicht ganz fertig, die Pads, mit ihrem Waschdurchgang. Deswegen, ja. Aber ich hoffe, das merkt man jetzt nicht so unbedingt. Ich merke es halt, aber ihr eigentlich nicht unbedingt. Also wie gesagt, ich habe die Lunette benutzt. Ich benutze immer die Lunette 2. Die passt von der Kapazität her ganz gut. Die ist meistens nach 8 Stunden übervoll, aber sie hält trotzdem noch relativ dicht. Deswegen benutze ich die sehr gerne und ich wechsle die eben ab mit der anderen Lunette 2, die ich habe. Und ganz selten mal eine andere Tasse oder zum Testen vielleicht auch mal. Gut, schieben wir mal kurz die Pads zur Seite und kümmern uns um das, was ich wirklich während der Perioden getragen habe. Und da habe ich erstmal die Unterhosen. Ich glaube, ich habe die tatsächlich alle angehabt, weil man ist da irgendwie auch relativ schnell durch. Und deswegen, ja, also manchmal habe ich sie auch nur als Tassen-Backup benutzt. Ich habe hier einmal die Flux in der Größe M in diesem Bikini-Style. Und ich habe auch in meinem Period-Blog schon gesagt, die ist mir einfach ein bisschen zu klein, deswegen habe ich mir jetzt neue bestellt. Die hatte ich an. Dann habe ich hier auch eine Flux im Detachable Style, auch in der Größe M. Ist mir auch ein bisschen zu klein. Und da ist halt der Vorteil, dass man die eben so auseinanderklippen kann. Und dann kann man die umziehen, ohne die Hose zu wechseln. Dann habe ich meine VUCAs. Da habe ich 3 Stück jetzt inzwischen davon, weil wir 5 bestellt hatten, ich und eine Freundin. Und dann kann man natürlich nur noch 2 teilen, also habe ich 3 und sie 2. Einmal die Größe 14 und zweimal die Größe 12. Und ja, die finde ich auch immer noch ganz gut. Trage ich auch immer noch. Und dann die Heavy Pads, die sind diesmal eben so wenig, weil ich vor allem eben die Unterhosen getragen habe. Ist leider nicht ganz sauber geworden von Mother Moon Pad. Dieses hier mit Vlies hinten, Baumwolle oben. Das finde ich irgendwie total gut, weil es einfach so breit ist, aber doch unschnörkselig, also geradlinig und nicht zu kurz, nicht zu lang, nicht zu dick, nicht zu dünn. Das ist voll das gute Mittelding, was man auch voll gut in die Tasche tun kann, ohne dass es zu klobrig wird. Und deswegen mag ich das eigentlich relativ gerne und ihr seht das, glaube ich, auch ziemlich häufig. Dann habe ich hier von den Miller Pads das Gaia Pad, dieses große, was ich auch optimal finde für über Nacht oder wenn man wirklich an den stärksten Tagen was möchte. Dann habe ich hier von Angel Pads dieses hier mit Flanell oben und POL hinten, was ihr auch relativ oft seht. Dann hier mal wieder nicht richtig sauber geworden von Eco Dreams mit Bamboo Velour oben und Vlies hinten. Und von Vagina Pillows, dieses hier ist leider auch nicht ganz sauber geworden mit Bamboo Velour oben und einem Vliesstoff hinten. Und das waren auch schon die Heavy Pads, die ich hatte. Dann kommen wir zu den Linern oder Light Pads, die ich einfach außerhalb der Periode getragen habe. Und genau, fangen wir einfach mit einem Stapel an. Einmal hier sind schon wieder ganz viele dabei, die ich in einem Destash gekauft habe, von denen ich jetzt die Marken nicht weiß. Aber ich hole gerade auf, die alle hochzuladen. Dann kann man in den Videos selber nachschauen, was das für welche waren. Das hier ist mit Bamboo Velour oben und Vlies hinten. Hier ein Heavy Pad eigentlich von Imela Pads. Das habe ich aber einfach so getragen, weil das das einzige war, was ich als Backup mal dabei hatte. Das hier ist mit einem Baumwollstoff oben und mit ihrem PSE und TPU hinten. Dann habe ich hier noch eins von Mother Moon Pads. Das ist so ein Liner, das wirklich nur Baumwolle oben, Vlies hinten, nichts dazwischen. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern, von wem das war. Auch ein Baumwolle oder Bambusstoff oben und ein Vliesstoff hinten. Das hier ist von Pad Tie Cloth mit Baumwolle oben, Vlies hinten. Das hier ist von Novel Red mit Baumwolle oben und auch einem Vliesstoff hinten, 9 Inch Light. Das hier ist, glaube ich, von A&B Reusables mit Bambu Velour oben und Vlies hinten. Das hier ist von
Anemone Creations, auch mit Bambuvola oben fließt hinten. Das hier weiß ich nicht mehr genau, mit Bambuvola oben fließt hinten. Das hier ist von Fig Leaves Pads mit Bambuvola oben fließt hinten. Dieses hier ist von Royal Mace Fluff mit Bambuvola oben und fließt hinten. Das hier ist von Bridget's Flames mit Bambuvola oben fließt hinten. An das kann ich mich mal wieder nicht dran erinnern. Ist irgendein sehr glatter Stoff oben und ein Fließstoff hinten. Das hier ist, glaube ich, dieses von Phoenix RR oder RR Phoenix mit Bambuvola oben, fließt hinten. Das hier ist von Halo Creations oder Halo heißt es, glaube ich, Halo Creations mit Bambuvola oben, fließt hinten. Genauso wie dieses hier. Dann habe ich eins von Vagina Pillows and More mit Sherpa oben, fließt hinten, das ist ein Light in 9 Inch. Dann noch eins von ihr mit Baumwolle oben, fließt hinten, ein Moderate. Dann habe ich hier eins von Moon Getsy Cloth mit einem Fließstoff hinten, Baumwolle oben. Dann habe ich ein Eco Rainbow Pad, das ist 11 Inch lang mit Bambuvola oben, fließt hinten, das ist eigentlich ein Moderate. Dann habe ich ein Tree Hugger Pad mit Bambuvola oben, fließt hinten und von Luna Pads ein Pad mit Bambuvola oben und hinten und PUL drinnen. Dann habe ich einen zweiten Stapel und zwar sind es eigentlich nur Creations by Five. Diese hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück sind immer 9 Inch lang, nur mit verschiedenen Mustern, Baumwolle oben und fließt hinten. Und dieses hier ist, glaube ich, 11 Inch lang, auch mit Baumwolle oben, fließt hinten. Dann habe ich hier die von Celestial Alchemy. Das hier ist mit Flanell oben, fließt hinten. Das hier ist mit Baumwolle oben, fließt hinten und ist auch nochmal mit Flanell oben und fließt hinten. Und zu guter Letzt habe ich zwei von Eco Dreams. Das hier ist mit Baumwolle oben, fließt hinten und das hier ist mit Baumwolle oben und fließt hinten. Gut, dann zählen wir nochmal schnell durch. Mein Akku ist fast leer. Ich hoffe, ich schaffe das noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 39, wie gesagt, diesen Monat ziemlich wenig, weil ich eben so viel Periodenunterwäsche anhatte und einen Cup dazu. Aber nichtsdestotrotz einiges und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann einen Daumen nach unten und erklärt mir bitte, wieso nicht, damit ich mich in Zukunft weiterhin verbessern kann. Und wie immer habt ihr hier an der Seite dann zwei alte Videos von mir, die ihr euch anschauen könnt. Und auf der Seite ist mein Profilbild zum Abonnieren. Beides würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer gerade bei euch ist. Und tschüss!